Heute gab es hier einen Einsatz mit der Bahn und einem PKW. Einsatzauftrag war erstmal, also so stand es auf dem Pieper, eingeklemmte Person. Dem war nicht so, nachdem wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, Gott sei Dank. Hatten zu dem Zeitpunkt alle Insassen das Fahrzeug verlassen. Auch im Triebwagen waren keine Personen verletzt, weder die Zugbegleiter noch der Zugführer. Auch die Passagiere waren alle okay. Die sind dann zwischenzeitlich mit einem Taxi weiter befördert worden. Ja, die drei Insassen des PKWs wurden vom Notarzt betreut und, glaube ich, auch teilweise im Krankenhaus dann weiter behandelt. Aber ja, vermutlich alles glimpflich abgelaufen. Kann man von großem Glück heute sprechen? Sicherlich, weil das Auto hätte anders getroffen werden können. Also so wurde es im Vorderwagen getroffen. Wäre es weiter hinten passiert, wären sicher Personen stark verletzt worden. Und dann wäre das Ganze hier nicht so glimpflich abgegangen und hätte weit größere Ausmaße angenommen, denke ich.